Ist die CDU mittlerweile eine linke, sozialistische oder kommunistische Partei? Schauen wir mal nach, bleibt's dran. Servus, grüßt euch. Es haben ja die Wahlen stattgefunden in Thüringen und in Sachsen. Thüringen haben wir mit Abstand, ich glaube fast mit 10% Abstand, stärkste Kraft geworden. Und in Sachsen haben wir zweitstärkste Kraft, nur ganz, ganz knapp hinter der CDU geworden. Also der Wähler hat eigentlich klipp und klar gesagt, er möchte eine rechte Regierung haben. Er möchte Mitte-Rechts, sage ich jetzt einmal, weil bei der CDU bin ich mir nicht sicher, ob sie nicht schon links ist. Aber das sind nur die, die uns vielleicht, zumindest vom Reden her, am nächsten kommen, weil Wahlkampf haben sie ja mit AfD-Themen gemacht. Also müssten sie ja eigentlich auch mit der AfD koalieren oder zumindest einmal mit der AfD sprechen und schauen, ob man vielleicht eine Koalition zusammenbringt, ob man vielleicht eine vernünftige Mitte-Rechtsregierung zusammenbringt für die Bundesländer in Thüringen und Sachsen. Aber nein, weit gefehlt. Die CDU zeigt ihr wahres Gesicht. Stand 13.09. haben keine Gespräche zwischen CDU und AfD stattgefunden. Nein, der Erfolg von der CDU Thüringen trifft sie lieber mit Herrn Ramelow, trifft sie lieber mit den Linken. Ich meine, er hat es jetzt 5 Jahre geduldet. Eigentlich haben sie Neuwahlen versprochen, gleich nach der Wahl, weil es keine Mehrheit gab, keine linke Mehrheit gab in Thüringen. Und der Herr Kemmerich hat ja nach 3-4 Tagen das Handtuch geworfen. Ich meine, sie wurden jetzt abgestraft mit 1,1 oder 1,2% bei der Wahl in Thüringen und unter 1% in Sachsen. Tut mir leid, wer keinen Arsch in der Hose hat, wer kein Rückgrat hat, der hat es auch nicht anders verdient. Aber jetzt finden Gespräche statt zwischen der CDU und Linksparteien, also zwischen der Linken, zwischen der BSW, also zwischen Sozialisten und Kommunisten, weil für mich ist Frau Wagenknecht eine klare Kommunistin und die Spitzenkandidatin, die Frau Wolf aus Thüringen, naja, hat auch mit Migration Wahlkampf gemacht und am Schluss hat sie das Gespräch mit der AfD abgelehnt. Also, das sind mal 6. Wahlversprechen werden anscheinend nur noch von der AfD gehalten. Wir sind euch treu, wir bleiben uns treu, wir haben einen Arsch in der Hose, wir haben Rückgrat. Wir kämpfen für Deutschland, für unsere Heimat. Wir geben fast alles für Deutschland und ich gebe alles für Bayern und 99,99% für Deutschland, weil alles darf ich leider nicht mehr geben für Deutschland, weil das ist ja strafbar, wenn man das macht heutzutage. Da seht ihr mal, in welchem Linksstaat wir angekommen sind. Und ich wünsche Herrn Voigt sehr gute Gespräche mit der Linken, sehr gute Gespräche mit der BSW. Das gibt uns dann nochmal einen Aufschwung für die Wahl in Brandenburg, weil die Wähler, die Bevölkerung hat die Schnauze voll von der linken Regierung. In dem Sinne, ich wünsche euch was, bleibt uns treu, kämpft weiter für die AfD. Wir sind da für euch. In dem Sinne, Servus, bitte, ich habe die Ehre, euer Stefan.